Khaled kam in diesem Moment heran, ist auch startklar. Silvery Moon unter Starters Order. Dann warten wir nur noch auf zwei Kandidaten, auf König Arte und auf Marienthaler. Marienthaler kam als letzter Kandidat heran für den Frühlingspreis der Rheinenergie. Alles ist startklar und die Boxentüren haben sich geöffnet an der 1850 Meter Marke. Die Pferde sind auf der Reise und König Arthur erwischte zunächst einmal den besten Start, führt das Feld gleich an. Vor an der Innenseite Sarita in zweiter Position, außen hat sich Khaled dann spürbar verbessert. Dahinter sehen wir die Gruppe mit Atlanta, mit Vika und Wörth an der Außenseite galoppiert. Marienthaler an der Innenseite dann Silvery Moon. Dahinter Power of Paradise an der Seite von Velcando und am Ende des Feldes, da galoppiert zunächst einmal Eyes on Me. So sind die Kandidaten Mitte gegenüber mittlerweile unterwegs und vorne zeigt König Arte den Weg, führt vor Khaled in zweiter Position, Vika und Wörth ist drittes Pferd, an der Innenseite Sarita, dahinter dann Atlanta, vor Marienthaler, vor Silvery Moon, Power of Paradise, Eyes on Me hat die rote Laterne mittlerweile abgegeben an Velcando. Ausgangs der Gegenseite geht es mittlerweile weiter in Richtung des Schlussbogens. König Arte zeigt nach wie vor mit gut anderthalb Längen den Weg vor Khaled. An der Außenseite Vika und Wörth, dann die Dreiergruppe mit Marienthaler, mit Atlanta, mit Sarita an der Innenseite. Dann Silvery Moon vor Power of Paradise, vor Velcando und vor Eyes on Me. So geht es in diesem Moment in die Kölner Zielgerade hinein. 600 Meter sind da noch zu absolvieren. König Arte wird sofort attackiert. Innen von Khaled, in der Bahnmitte dann von Vika und Wörth. An der Außenseite versucht Marienthaler nachzusetzen. Dann hat Atlanta die Lücke gefunden. Das gilt noch nicht für Silvery Moon. Vorne König Arte marschiert aber weiter mit Khaled an der Innenseite. König Arte, Khaled, dann Silvery Moon. Der hängt hoffnungslos fest, versucht es jetzt ganz an der Innenseite, an den Innenrails. Atlanta macht Boden gut. Silvery Moon an der Innenseite. Jetzt hat er den Schwung gefunden. Silvery Moon, der schnellste Schecke, er wird gewinnen. Silvery Moon gewinnt hier für den Stall von Mario Hofer. Atlanta wird Zweiter. Und dann war es eng zwischen Marienthaler, zwischen Power of Paradise und König Arte bis hin zu Sarita. Vorläufiger Richterspruch, dritte Rennen, Frühlingspreis der Rheinenergie. Sieger ist die 7, Silvery Moon, auf dem zweiten Platz die 10, Atlanta. Auf dem dritten Platz nach Auswertung der Zielfotografie die 12, Marienthaler, mit einem kurzen Kopf vor der 4, Power of Paradise. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch, dritte Rennen, Frühlingspreis der Rheinenergie, 7, Silvery Moon, 10, Atlanta, 12, Marienthaler und 4, Power of Paradise. Full of cattle, our
rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. Ja, noch auf dem Geläuf, da sehen wir ihn, den vorläufigen Sieger im Frühlingspreis der Rheinenergie. Der schnellste Checker hat also seinem Namen alle Ehre gemacht und gewinnt hier den Frühlingspreis der Rheinenergie.